So, hallo Dennis. Das ist jetzt hier meine Videoantwort auf dein Giveaway. Ich habe dich ja vorhin mal angeschrieben und gefragt, ob ich dir auch mein EDC-Pack zeigen kann, was ich täglich bei mir habe. So, nun, jetzt ist es halt mal das. Also das Erste, was ich jetzt seit Neuem immer dabei habe, ist ja dieses Paracord-Armband. Das habe ich dem Stefan 123321 zu verdanken. Ich habe ihn angeschrieben, habe ihn gefragt, ob er mir so eins machen könnte. Und ja, wie ihr seht, also Weltklasse, ja. Ein Schmuckstück. Also ich muss auch ehrlich gestehen, wenn ich in den Wald gehe, dann nehme ich es leider nicht mit, weil es mir noch dafür zu schade ist. Deswegen werde ich ihn nochmal anschreiben und fragen, ob er mir noch ein anderes machen könnte mit dunkleren Tönen. So, dann das nächste ist die Maxpedition Rolly Polly. Ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Wenn nicht, kommt noch ein separates Video mal von mir. Und das hier, das ist meine Bauchtasche, wo die Maxpedition dran ist. Ja, prima, immer wenn ich einkaufen gehe, habe meine Tüte vergessen. Die Leute an der Kasse staunen dann, wenn ich aufmache, was da alles reinpasst. Ich muss sagen, das ist hier ich glaube, das ist die 8 Liter, also die größte Ausführung von Rolly Polly. Auch mit den Beingurten. So, also und jetzt mache ich mal hier auf. So, hier vorne drin habe ich immer dabei ein größeres Victorinox Offiziersmesser. Das ist bestimmt jetzt schon 12, 13 Jahre alt, aber die Werkzeuge funktionieren noch 1A, also eigentlich fast wie neu. Ganz wichtig ist mir immer, weil ich ja auch viel mit meinem Hund in den Wald gehe, dass es eine Säge dran hat. So, dann habe ich hier von Rekta einmal den Kompass. Ja, die Kamera ist nicht gut. Dann, man sieht es schlecht, hier mit Thermometer und ja, kleinen Lineal. Wobei das Lineal, das brauche ich wirklich nicht. Wichtig war mir halt auch, dass wenn ich draußen unterwegs bin, dass ich ungefähr weiß, wie kalt es ist oder wie warm, je nachdem. Und ja, Kompass, kann man immer gebrauchen. Ja, das Paracord-Band habe ich auch noch dran. So, was habe ich noch hier drin? Ja, das hier ist die Tornado 2000, soll die lauteste Pfeife, ja, sein, wo es gibt, Trillerpfeife. Ist wirklich sehr laut und mein Hund, egal wie weit er weg ist, er kommt komischerweise zurück. So, das da. Dann habe ich hier einmal noch eine Ersatzbatterie. Und die habe ich deswegen, weil ich hier immer noch eine kleine Maglite mit dabei habe. So, dann habe ich im großen Hauptfach, gucken, ob das so geht. Logischerweise mein Geldbeutel mit allen möglichen Unterlagen drin. Und seit, auch was heißt seit neuestem, seit hier Dennis ja, schon mal ein Giveaway gemacht hat, das letzte glaube ich war das, war ich einer der glücklichen Gewinner, wo hier dieses Sanremo Messer gewonnen hatte. Jetzt die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt gerade nicht mehr, welches das genau war. Okay, gut. Ich habe auf jeden Fall schon eins gewonnen und habe es, ja, es war mein erster Gewinn in meinem ganzen Leben überhaupt. Also ich habe noch nie irgendwas gewonnen. Ich schweige bei Preisausschreiben, egal irgendwas. Das war mein erster Gewinn überhaupt. Und dann gleich so ein tolles Messer. Und ich muss sagen, es ist jetzt halt wirklich mein Brotzeitmesser. Also im Geschäft, egal wo. Ich benutze es wirklich, ja, für mein Essen. Egal. So, dann habe ich das. Und zu guter Letzt drehe ich mal um. Da hinten ist nämlich noch so ein kleines Fach. Einen Moment, muss ich mal die Kamera weg, oder? Ne, es geht. Habe ich hier meinen Autoschlüssel, Haustürschlüssel und nochmal eine Taschenlampe. Und zu guter Letzt einen Beyerstiel. Ja, so. Das war wie gesagt meine Ausrüstung, wo ich immer dabei habe. Tag ein, Tag aus bei der Arbeit.
wenn ich mit dem Hund draußen spazieren bin, egal. Natürlich die Bauchtasche und das Ganze kommt dann in meinen Spind rein bei der Arbeit. Aber wenn ich was brauche, irgendwie von den Sachen, kann ich jederzeit an den Spind gehen. Und es hat mich noch nie im Stich gelassen. Und die wichtigsten Sachen in meinen Augen ist, was ich dabei habe, das Schweizer Taschenmesser. Ich hatte alle möglichen Messer schon, aber auch große. Aber das Problem war halt immer, je schwerer oder desto größer das Messer war, desto weniger habe ich es mitgenommen. Und man sollte ja immer dann, war es dann so, dass wenn ich ein Messer gebraucht habe, dann habe ich logischerweise keins dabei gehabt. Und ja, und seit ich jetzt diese Schweizer wieder mal entdeckt hatte, vor 2 Jahren bei mir im Werkzeugkasten, dann habe ich gedacht, das kannst du einstecken, das kannst du überall mit hinnehmen, ist leicht und ist alles Wichtige dabei. So. Ich hoffe, Dennis, es gefällt dir. In diesem Sinne, ich hoffe mir, die anderen sind mir nicht böse, dass ich schon wieder mitmache. Vielleicht gewinne ich ja noch mal eins. Ich weiß, man soll sein Glück nicht herausfordern, aber ich mache es jetzt einfach noch mal und wünsche euch allen noch viel Spaß beim Dennis sein Giveaway und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Gruß von Benjamin.